Das ist immer besser. So, endlich ist das Handy kaputt. Ich freue mich so. Ich habe meins, das muss ich jetzt verstecken ab jetzt, weil meine Frau wird sicherlich jetzt meins haben wollen. Ich habe 35% und ich habe keine Ahnung warum. Ich mache nichts mit dem Handy und ich habe nur 35%. Ich muss jetzt mein Handy gut verstecken. Also wie gesagt, schauen, vielleicht mache ich da heute doch noch weiter. 19:18. Sie wird merken, wie erleichternd das ist, wenn man das Handy nicht mehr hat und wenn man wirklich tatsächlich nur, wird hier so ein 15-Euro-Handy kaufen, wo sie dann die Telefonkarte drin machen kann. Und mehr nicht. Kein WhatsApp, kein nix, kein gar nichts. Und das, sie wird erreichbar sein und sie wird Leute anrufen können, aber mehr nicht. Und ich finde es fantastisch. Ich kann mir ja nicht besser, das ist ja besser als ihr Geschenk für mich. Endlich halt meine Frau wieder für mich und nicht mit diesem verfickerten Handy. Nein, wirklich. Drei Kreuze. Gut gemacht, Lumen. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Ich guck mal. Was? Morgen schauen wir, was in den Sachen drin ist. In den kistenweise Kisten. Oh, ich bin mal echt gespannt. Oh, da ist bestimmt viel Schrott mit bei. Aber auch viel interessante Sachen. Bestimmt. Bin sehr gespannt. Bin total gespannt. Eine frische Milch. Ja, das ist in Ordnung. Ein Schuss Kühl. Ja, und ich freue mich heute, ehrlich gesagt, die Sachen durchzugucken. Also das ist ja immer das. Ist ja immer das. Das ist ja das, was Spaß macht. Gestern 60, 70 Kisten. Oh, und hier liegen Tücher voll mit Blut. Die müssen weg, die sind Beweismittel. Wenn sich das nicht beruhigt. Mama, weißt du. Dann musst du halt nach Hause. Also ein Kind. Läuse. Ja. Ja, bei euch? Nein, nein, das weiß ich nicht. Also nicht bei euch in der Klasse. Bei euch ist Dauerlaus. Leo Lausemaus. Fakt ist, es ist das Schönste, was es gibt für mich. Einfach so Sachen. Wenn was gekauft ist oder so blind gekauft und dann, dass man so eine Kiste durchwühlt und guckt und sich freut, das ist drin oder das ist drin. Und da seid ihr dann nachher mit dabei. So einfach ist das. Jetzt bringe ich dann um 7 mal Luke weg in die Schule. Und dann halt Zeit den ganzen Tag und dann wird sortiert und alles, was aussortiert wird, kommt gleich. Das ist schon besser, oder? Gleich weg. Jetzt ja. Ich hab ja. Eine Spinne. Hast du eine Spinne auf der Schulter? Ja. Hast du Zucker drin? Ja, das ist es. Meine Spinne. Kann ich das benutzen noch zum Trinken oder brauchst du noch? Meine Spinne. Habe ich eingegossen. Also hab ich mir ein Glas kühlen. Ja. Da ist Skadi. Hallo Mama. Wir gehen jetzt. Jo. Kind ist in der Schule. Jetzt werde ich mit der Schallensäge hinten eine Toupee befreien aus dem Baum. Da hängt ein Toupee drin. Man glaubt es kaum. So, da oben ist der gute Stück. So gut.
gleich das los hier mit Sortieren. Jetzt gehe ich erstmal rüber, werde noch kurz frühstücken mit Marlies und dann geht's los. Der Rest kommt gleich. Der Rest ist übrigens das hier alles. Reichlich zu tun. Marlies, da bist du ja endlich. Ja. Oh, hier liegt wieder Rohmaterial für den Baumscheibendoktor. Da ist British Airways bei. Diese großen Plakate. Gut. Wie gehen wir denn jetzt hier vor? Dich ist trödelt. Das hier ist alles das Trödel. Eigentlich müsste das alles schon ins Auto. Ins Auto und dann zwischenlagern. Stellt erstmal vor die Tür. Ja, ich bin wieder hier. Jetzt. So, wie machen wir das? Also, jetzt bringt das hier vorne auch noch frei. Es ist wirklich ohne Ende Räumerei. Bis man so anfangen kann. Kiste 1, da befinden sich nur Stadtkleber. Taschenbuch 1959. Gucken wir mal, ob was Seltenes dabei ist. Das kann nämlich auch sein. Auch bei Stadtplänen, alte Pläne und so weiter, können seltenere Sachen dabei sein. Und deswegen ist es durchaus interessant, auch manchmal sowas durchzugucken. Aber hier sieht man schon auf den ersten Blick. Die sind alle eher neueren Datums. Und somit ist die ganze Kiste eigentlich was für das Haushaltsregal. Sprich für ein großes Auktionshaus, Hauptstadt der DDR, den kann man auch gut verkaufen. Den kann man auch hinpacken für die, also den kann man auf dem Markt, könnte man auf dem Markt mitnehmen. Berlin, naja, Olex, das ist alles nichts mehr. Heutzutage ist das viel zu oft vertreten. Die sind alle nichts mehr. Berlin, Chemnitz. Schallplattenprogramm. Das könnte vielleicht noch was sein, genauso wie dieses. Von Elektrola, ein Schallplattenprogramm. Da gibt es noch Leute, die wollen sowas haben. Stadtpläne allerdings. Sind nichts. Praktisches Hausbuch. Für die Gastküche. Das ist schön. Das kann man auch bei selten machen. Ansonsten kann man hier wunderschön die Handywerbung Nokia 2110. Das ist schon wieder fast kultig. Aber noch halt nicht. Noch gilt es, sowas in Massen zu vernichten. Eigentlich. Das sind auch diese Rolex-Karten. Die gab es ja mal komplett. Wenn man die komplett hatte, war das auch okay. Ist aber alles nichts mehr. Nichts mehr. Wer Berlin kennt, kennt Leiser. Da mal ab und zu durchgucken, ob da eine schöne Werbung drin ist. Weil dieses Heft selber kriegst du nichts für. Aber wenn du hier zum Beispiel eine alte Werbung drin hast, eine schöne. Kupferberg Gold, naja. Herpich im Pelz von Herpich, Mampa halb und halb. So, hier kann man gut ausschlachten. Ne? Goldpfeil, die kann man alle einzeln verkaufen. Die Anzeigen kann man alle einzeln verkaufen. Stück so 3, 4, 5 Euro könnte man machen.
das nicht. Auf die Leiser-Werbung. Das mache ich nicht. Das kommt weg. Den Aufwand mache ich mir nicht. Stuttgart, Berlin, Hannover, Iserlohn, will ich. Strausberg, Stadtführer mit. Stadtplan. Was haben wir denn hier? Eberhard Faber Stundenplan. Sowas ist nett. Packen wir mal beiseite. Genau, das ist alles nichts. Der kommt so, wie er ist. Entweder zweimal auf dem Flohmarkt mit oder ins Haushaltsregal. Ah, guck mal, eine Rechnung für Fahrräder. Ist mit bei Fahrräder und Mopeds, Elektrogeräte. Was haben wir? Eine Lampe gekauft. Eine Lampe 3,45 Mark. Ein Dynamo 6,80 Mark. Eine Birne 20 Pfennige. Einmal Kabel 20 Pfennige. Ein Schloss 2,90 Mark. Sind 13,55 Mark. Das ist schön, das kommt wieder zu mir in meiner Sammlung. Der Späher, schau an. Ausgestellt im Späher Hauptquartier. Ist ja auch witzig. Witzig, witzig. Na, das nehmen wir auch mal mit. Gut. Das war die Kiste. Ja, also rausgenommen habe ich der Speer, Geheimcode, Fahrradhaus, Rechnung, Tempelhof, einen alten Stundenplan vom Faber, leider schon ausgefüllt, aber ist auch nicht schlecht. Den habe ich mal rausgenommen. Das praktische Kochbuch für die Gasküche. Den Elektrola-Katalog von November, Dezember 58 und den Heliodor-Katalog, vermutlich aus der gleichen Zeit. Ja, ist auch von Radio Stüwert. So, das war aus der Kiste. Kiste, die kann weg. Man muss aber dazu sagen, das ist nichts, was Geld bringt. Also wirklich, das ist wirklich jetzt nichts bei, was irgendwie Geld bringt, weil also irgendwie was Besonderes wäre. Das sind so nette Gimmicks und so, das kann man so einzeln abheften und dann in so einem Ordner, legt man halt so einen Ordner hin und bietet den an. Das kommt bei mir wahrscheinlich an der Wand, vielleicht auch nicht, weil ich schon so viel davon habe. Aber irgendwann kommt es in so einen Ordner, in so einen Hefter und wenn man so einen Hefter dann hinpackt und dann blättern die durch und sagen, ach guck mal, das hatte ich, dann kann man das immer, wenn es fein eingetütet ist und so, kann man immer sagen, ja gib mir einen Fünfer für das Blatt oder so, dann ist das in Ordnung, das ist gerechtfertigt. So einzeln, wenn du das so hinlegst, will das Zeug kein Mensch haben. Da muss man natürlich auch immer sehen. Schauen wir mal weiter. Nächste Kiste. Hundertelf Stück. Schon mal. Irgendwas. Oh. Zinssoldaten. Zweiter Weltkrieg. Mit Maschinengewehr.
Erster Weltkrieg. Infanterie. Der hat ein Ladegut. Aber die sind schön. Nehmen wir denn dafür? Schmuck. Ach, Schmuck, Schätzung. So, schaut mal mit. Was haben wir denn jetzt hier alles? Was ist denn das? Das wird abgebrochen. Ich glaube hier eine Gürtelschnalle gewesen. Das könnte sogar Bernstein sein. Gepresst. So, was haben wir denn jetzt hier zusammengekramt? Das ist ein kleines Ohrsteckerchen. Vermutlich Silber. Oh ja, wenn nicht. Das sind zwei Anhängerchen. Vermutlich Silber. Rein vom Gewicht her, vom Klang her. Dann haben wir hier einen einfachen Ring. Behelfsschmuck sozusagen, den man dann gerne mal genommen hat, wo man nichts hatte. Ja, sieht auch schön aus. Dann haben wir hier Art Deco. Gürtelschnalle, ja, Verschluss, eloxiert, nicht eloxiert, mit Translucid-Emaille überzogen. Dann haben wir hier eine Art Deco-Brosche mit Python-Haut, ist auch selten, heute natürlich nicht mehr erlaubt, aus gutem Grund. Dann haben wir hier einen Stein, einen einfachen Ring, auch ein einfacher Ring, der ist allerdings gestempelt, aber das kann ich hier nicht deuten. 84 Solotniki, das wäre Silber, russisch, mit Lapislazuli, 84 Solotniki gestempelt. Da ist 84er Stempel, das ist gut, das ist wirklich das bisher einzige Schmuckstück hier drin. In den Posten, nachweislich, schön. Freut mich. Na, immerhin was. Kleinigkeiten. Da freut sich der Domi doch. Das Reiseland der vielen Möglichkeiten, was soll das heißen? Das ist von 1981. Das ist natürlich hier am geilsten. Ich habe vorher hier ein bisschen zusammengeräumt. Aufgeräumt.
Ja, ich glaube, die meisten sind aus den 80ern. Ganz schönes Motiv. DDR-Reiseplakat. Ich komme nicht hoch. Also ich möchte mal behaupten, jetzt sind ja 6 verschiedene Plakate. Ja. Ich hab kein Beil hier, sonst würde ich... Und los, Mann! Töte mich, genau. Hier, kann ja schon mal dein Krippenspiel aufbauen. Guck mal. Wie süß das ist. Aber jetzt, pass auf, jetzt krieg ich keine Depression, ja? Ja, die Mutter verstümmelt. Gleich er. Na, guck mal, wie er guckt, wa? Der Kopf hat in die Flamme geworfen. Auf mir aus. Meine Pappkamera. Na gut. Er konnte aber nicht das. Nee. Den habe ich heute jetzt aus wie wie so ein Alien. Ja. Hier. Hallo, ich bin deine Zukunft. Ja. Vielleicht so. Ach komm. Oh, das Jesuskind ist wirklich. Pass auf. Zweiteilig. Okay. Naja. Nein, wie süß und ganz auf dem Arm. Ja. Meine ich doch. So was für dich, das magst du auch wieder, oder? Sieht aus wie Scotty. Mhm. Die gleiche Frisur. Ja. Bisschen platt. Der alte Josef. Was hast du getan? Ist ja, wir sollen die drei heiligen Könige sein. Also, da fehlt dann einer natürlich, aber der hört ja auch dazu, oder? Meinst du, das ist Josef? Oder ist das Josef? War Josef nicht Hirte? Schafshirte, war er nicht? Stimmt, jetzt wo du es sagst, aber der hätte mir jetzt besser gefallen. Na, vielleicht ist der Vater des Kindes auch. Hat sie gesagt, schweig, oder ich hack dir die andere Ohren ab. Vor allem seine sieht ja auch nicht so professionell aus, wenn du so guckst von vorne. Ist ja auch nur so. Ist vielleicht eine Leihhand von ihr, vielleicht teilen sie sich ihre Hand. Oh, sie sieht sehr nett aus. Guck mal, so ein Kindgesicht. Hat die Allerliebste heute Morgen alle verschenkt. Tja, was sagst du dazu hier? Zu unseren heiligen zwei Königen. Ja, die finde ich eigentlich ganz schön. Bis auf. Bis auf den Schrei dort. Kommt mir aber bekannt vor hier, das ist ein bekannter Entwurf. Ja. Ja, da sind wir wieder. Oder da bin ich wieder. Ich habe jetzt eine gute Kiste.
Nee, 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 nee. Sag's nie zu mir. Ich bin sehr lieb. Ich bin nie aufgedreht. Ich bin einfach perfekt. Was hast du? Nicht. Mach nicht. Mach nicht. 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 Ich den Rest. Alles andere, ich habe ja Sachen jetzt auch drin gelassen zum Weiterdrücken einfach. Dass wenn ich nicht auf das Feld komme. Also ich komme auf das Feld, aber. Ohne Gewinn ist auch scheiße. Ohne Gewinn ist es nicht, aber ich meine. Das ist ein Briefumschlag von der Nachbarin. Ja? Ja. In der Tür. Und? Ich hab's jetzt Geld reingepackt. Echt? Das ist ein Liter. Als Dank. Das ist doch Quatsch, muss doch nicht. Schau mal. Das ist doch Quatsch. Ich will ja nicht annehmen. Was soll ich denn jetzt machen? Kannst du nicht einfach ablehnen? Ja, ja, die ist schon so getrocknet, korrekt. Aber ihr auch die Zeit lieber was, dann ist sie das. Mhm. Na, ich würde jetzt sagen, das war nicht nötig, aber. Ich nehme es halt gerne für die Kinder. Hm. Nee, halt für die Kinder und für die Katze. Zur Wiederkehr und so weiter. Ich mach auf, mach auf, auf jeden Fall. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ganz in Ruhe. Tschüssi. Ja. Naja, weil wir unter anderem auch drehen müssen. Mhm. Und die Drehüle will mein Chef nicht bezahlen, genauso wenig wie die Vorbereitungsüle. Mhm. Stattdessen soll ich dafür jeden Tag 2 Stunden länger arbeiten, dafür 10 Euro erhalten, so gesagt, und das so ihm abbezahlen. Wo ich die Zeit gar nicht dafür habe. Deswegen werde ich das auch nicht machen. Also er wollte dir die aber bezahlen, wenn du die länger machst. Wenn ich dafür arbeite, ja. Das ist schon. Ja, aber ich habe dafür keine Zeit. Für deine Lehre? Und vor allem so arbeite ich auch schon länger. Dann hast du dein halbes Jahr, weil du länger arbeitest. Scheiß drauf. Ich denke, du hast keine Zeit. Ja, aber in dem Betrieb lerne ich doch eh nichts. Entschuldigung, dass ich mich eingemischt habe. Ich meine, in dem Betrieb lerne ich doch eh nichts. Ja, doch, aber bei der Ülo ja. Das meine ich doch. Ja, aber. Bei der Ülo würdest du doch was lernen. Ja, aber spätestens jetzt sind eh keine Plätze mehr frei. Von daher brauche ich darüber gar nicht mehr reden. Aber ich meine. Grundsätzlich mal, ist der Gedanke ja falsch zu sagen, ich arbeite doch nicht länger in meiner Firma, dann müsstest du ja am Ende ein halbes Jahr dranhängen. Und das ist ja, das wäre ja dumm. Also das wäre ja doof. Ich wechsle ja den Betrieb dann. Ja, hast du es auch. Jetzt doch, oder was? Noch nicht, ja, jetzt aber noch nicht. Das ist ja ein Ding. Erst nächstes Jahr würde ich dann wechseln. Steht das alles hast nicht. Hast du das eine Aussicht? Heft 7? Ich will noch zu KTM gehen und gucken und fragen erstmal. Die nehmen dich doch nicht, Herrgott. Fragen kostet nichts. Nö. Fragen kostet nicht. So, guten Morgen. Ein neuer Tag bricht an und
Ja, heute müssen wir zur Beerdigung von Marlies, ihrem Bruder. Ja, das ist nicht so schön, aber da müssen wir halt hin. Dann sind wir den ganzen Tag unterwegs. Und ich werde natürlich auch nichts filmen oder so, werde die Kamera gar nicht mitnehmen lassen. Und sind heute Abend erst wieder da, irgendwann spät. Also wie gesagt, heute kommt kein Vlog von dem Tag. Und ja, das wird eine ganz schöne Tour da runter. Bis nach Sachsen. Naja, komm. Was wird essen, dann holen wir ab. Guten Morgen, liebe Leute. So. Es ist der Morgen nach der Beerdigung von Marlies, ihrem Bruder. Wir sind sehr spät gestern angekommen wieder. Um 22 Uhr fast war das. Und ja, hat man sich noch ein bisschen Gedanken gemacht und so. Also. Ja. Wir haben es geschafft. Das ist erledigt und man ist tatsächlich auch ein bisschen froh, dass man diesen Schritt gemacht hat, dass das abgehakt ist sozusagen. Man ist tatsächlich so ein bisschen froh, dass das abgehakt ist, dass man sowas hinter sich hat. Ich meine, es ist nie eine schöne Sache, jemanden zu beerdigen. Das war schön, sofern es mal schön sein kann. Es war harmonisch. War liebevoll. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem normalen Leben. Jetzt geht's ganz normal weiter. Ja. Also. Meine Kinder schauen wieder am Computer irgendein Schnulli. Meine Frau ist einkaufen und wir werden heute Anouks Geburtstag nachfeiern. Also das ist ja hier das ein Schlag nach dem anderen. Und hier, wir bekommen eine kleine Blüte. Schaut mal. Wie hübsch. Toll. Schön. Super. Nur der Bonsai, ey, der hat geile Bonsai. Der will nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, warum. Der muss auch an einen anderen Ort, da kommt er auch hin. Der kommt dann rüber in die andere Bude, aber der will nicht, ich verstehe nicht, ich krieg die Krise. Okay, wir machen mal los. Ich ziehe mich erstmal an, dann gehe ich rüber. Oder einen Keller kurz und guck mal, was da los ist. Draußen auf dem Hof steht wieder irgendein Müll rum. Ja, also ich verstehe das ja nicht. Wer macht denn das immer? Wer soll denn das, ey? Muss da nicht der Müll vor... Also, wenn man runtergeht, um Müll wegzubringen, ja, und den Schlüssel vergisst und das mal kurz da unten liegen lässt, vor der Mülltür sozusagen, ja, ist das ja in Ordnung, finde ich. Aber wenn das dann eben 2-3 Tage da liegt, dann finde ich das schon wieder nicht in Ordnung. Muss doch weggeräumt werden. Mann. Also ich weiß nicht. Mein Sohn mit dabei. Haben wir auch ohne
ein bisschen geschafft hier. Füll es nicht mehr. Kiste für Kiste verschwindet. Schöne Box. Finde ich toll. Nehme ich mit drüber. Die wird dir fallen. So, jetzt sehe ich auch erstmal rüber. Jetzt packe ich eine Lidschicht hier drin, dann hat er gleich wieder Platz, alles wunderbar. Jo, das war es erstmal für jetzt. Jetzt sehe ich rüber und dann mache ich nachher gleich weiter. Mit den nächsten Kisten. Sind da drin? Hab ich nur abgedeckt. Kann man nicht so offen liegen lassen, weil sonst sind sie steil. Genau, die Katze geht raus. Kann man immer noch essen, oder? Dann kann man liebe Leute, es geht weiter hier im bunteren, bunten Treiben, bunteren. So, wir sind wieder zurück von diesem grandiosen Karaoke-Bar-Erlebnis. Anouk, wie fandest du es? Schön, sehr. Ja. Denn Anouks Geburtstagsfeier fand heute in einer Karaoke-Bar statt. Ein bisschen sehr verspätet, aber naja. Genau, sind ja auch ein paar Ereignisse dazwischen gekommen, aber wir haben es nachgeholt, das muss sein. Ja? Hä? Ich hole den Luftballon. Na, dann mal los. Mit deinem Glibbyhand. Haha, das hat er enorm. Gib mal her. Gib mal her. Dann bist du Erwachsener. Oh, Papa. Jetzt bekommt sie nicht mehr die Glibbyhand. Jetzt müssen wir beides abkriegen. Hm. Ach doch. Die kommt irgendwann runter. Nein. Ach doch. Ist dafür die Decke sauber. Mama. Du hast ja wieder toll hingekriegt, Tommy. Ich bin der Kinderherzen. Der Glibberer. Junge, das sind Cornflakes. Essen. Ja, komm, krieg die mal jetzt her. Das packen wir jetzt hier nicht aus. Bitte. Ich kenne dich und Cornflakes. Oh, die hält aber gut. Meine Güte. Ja, das ist es, oder Glibbion. Dir helfen. Mann, die kriegen wir nie mehr da runter. Luki, ich brauche deine Hilfe. Oder du hebst mich hoch?
Aber trotzdem kriege ich Stumpf von der Decke. Ich muss mal probieren. Nein, du darfst es nicht. Oder du hebst mich erstmal hoch. Ja, dazu brauchen wir noch ein paar Zentimeter, doch die können wir hier gewinnen. Hier, damit. Nee, warte, bleib mal hoch. Ach, ach, Papa, bin ich nicht arbeiten mehr. Das ist super. Du bist doch ein bisschen älter schon. Du bist viel zu klumpig. Du bist zu schwagen. Du bist klumpig. Du bist halt klopsig. Mama. Was ist denn bitte? Ich bin auf dem Betrieb hier. Ach so, das ist. Guck mal. Mach Kinderdinger jetzt! Ich bin länger als Lumen! Hast du es, Lumen? Hast du es? Man kriegt das nicht. Ich hab's nicht. Der Papa hat's. Warte, du musst mich hochheben. Hol's doch. Okay. Mann! Komm her, kommst du her? Kommst du hierher? Oder ich pinsel dich ab. Kommst du her? Am Pinseln. Aber da. Also an Wänden klebt es anscheinend sehr gut, Anouk, ne? Hey, das ist mir noch gut. Beide Finger kleben auch nur halb. Wie, du hältst es fest? Nicht fest. Also fest. Du hast es in mein Gesicht geplatscht. Voll geschlagen. Achte ich auf mich. Eins, zwei, drei, vier. Ach, warte, du geplatscht. Also, oh. Mal dann die Gewehr. Nee, denk nicht mal dran. Wir machen es nicht nochmal ab. Ich kann auch abhaken. Oh, Mensch, Mütze ab. Mütze auf, wenn man mich mal mehr so warm ist. Mit Lachgummis so wunderbar ist Karies zum Greifen nah. Wunderbare Storkbonbons. Ist ja von Stork. Heißt eigentlich mit Storkbonbons so wunderbar ist Karies zum Greifen nah. Ja, liebe Leute, das war der Tag. Der ist noch nicht um. Ich räume gleich noch ein paar Kisten. Die letzten. Und dein Resümee bis jetzt ist, hat sich nicht gelohnt. Die Kisten? Ja, mit den Kisten nicht auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, wenn du damit einen Flohmarkt machst, dann kriegst du auf alle Fälle das Geld. Und du kriegst auch mehr Geld raus. Aber eigentlich war das nicht. Eigentlich, nee, nicht ewig. In zwei Märkten hast du das raus, das Geld. Aber. Eigentlich war das nicht meine Bestrebung, jetzt damit noch auf den Flohmarkt zu gehen. Die Würfel kann ich verändern. Ja. Das ist richtig cool.
Diamanten noch für Lumen? Diamanten für Lumen? Mhm. Mal gucken. Ja. Für mich? Für mich? Für Lumen, für Lumen. Und für mich? Nix. Oh. Geh schon mal durch. So, Licht aus. Ja. Und los. Nee, noch nicht. Ich mach erst Licht ab. Noch nicht. Guten Nacht. Guten Morgen. Ich sitze hier und schneide. Ich habe jetzt gerade eine Einladung bekommen von Ringo und Annette zum Kuchen und Kaffee. Naja, ich meine, aber grundsätzlich erstmal nicht dagegen. Müssen wir nur mal eine Gelegenheit finden, wenn wir alle Zeit haben. Und dann fahren wir da auch raus. Das ist überhaupt kein Thema. Kann man mal machen. Seine Fans kennenlernen sozusagen. Auch mal privat, weil das ist ja so eine Sache. Für euch sind wir ja keine Fremden mehr. Aber ihr seid für uns komplett fremd. Sozusagen. Also da weiß man ja nicht. Das ist so eine ganz komische Geschichte, wa? Weil ihr kennt uns jetzt natürlich richtig gut. Weil das ist ja tatsächlich, ist das ja das Leben, wie ich es ganz normal lebe. Und ihr gebt mich ja da auch nicht anders oder so. Sondern so bin ich halt, ne? Natürlich interagiere ich, wenn ich die Kamera nicht dabei habe, nicht mit einer Kamera. Ja, aber ansonsten ist das schon so exakt, gibt es schon das wieder, wie unser Leben ist. Und ja, also das ist natürlich ja, ist bestimmt mal witzig oder so. Kann man mal machen. Ja. Bin mal gespannt. Mal gucken, wann wir das machen oder so. Jetzt haben wir hier nächste Wochenende, allerdings haben wir ein bisschen was zu tun jetzt. Nächste Woche war. Ja, obwohl, vielleicht, ich werde schreiben, Halten wir mal fest, kann man mal machen. Hm? Gut, ich schneide jetzt auf alle Fälle, bin jetzt dabei, den zweiten Teil zu schneiden. Der erste Teil ist ja jetzt schon hoch. Wäre sonst zu lange, ich glaube, das sind jetzt nochmal, jetzt habe ich glaube noch insgesamt wie viele Stunden zu schneiden, Filmmaterial von... Ich weiß nicht. 13 Stunden muss ich jetzt noch schneiden. Ich muss 13 Stunden runterschneiden auf. Keine Ahnung. Das ist jetzt die ganze Auspackaktion auf alle Fälle. Jetzt werden die ganzen Kisten ausgepackt, durchgewühlt und. Ja, da ist das jetzt auf alle Fälle mit bei. Das hier streckt über 3 Tage, habe ich das gemacht. Ja. Und ich bin durch und ich bin fertig und ich freue mich. Ergebnis, Resümee vom Ganzen ist, naja, nicht so dralle war. Ich meine, das Zeug kenne ich alles. Das ist jetzt alles nicht berauschendes. Man kann damit Geld machen, man kann damit, aber man hätte sich das auch sparen können, weil das macht nämlich auch Arbeit. Macht nämlich viel Arbeit. Jetzt hat es ja schon 2 Tage gekostet und macht natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Jetzt das auch noch in. Ich muss es ins Auktionshaus einliefern, das werde ich wahrscheinlich machen. Kistenweise die Sachen in Auktionshäuser geben und dann immer so wegdrücken. Weg. Ja, also deswegen, das ist nicht so. Das war jetzt eigentlich ein Geschäft, was man sich hätte sparen können. Aber jetzt nicht der Reißer bei, nicht das Ding, wo man sagt, wow, geil, oh, jetzt hast du aber ein Ding gelandet. Man bekommt das Geld wieder, das ist es, mehr ist es eigentlich auch nicht. Ich glaube, wenn man das jetzt auf dem Markt, auf 2-3 Märkte verteilt, kann man auch Gewinn machen. Aber das ist eben auch wieder mit Ausgabe und mit Zeit verbunden. Und wenn man die Zeit da wieder gegenrechnet, ist es wieder kein Gewinn. Deswegen lasse ich das lieber bleiben. Ich schiebe das einfach so durch. Habe mir jetzt 2-3 Sachen rausgenommen, die ich eben so anbieten werde, einzeln. Und das ist dann quasi mein Gewinn. Und der Rest ist wirklich Masse. Und geht einfach weg. Geht einfach so weg auf dem Flohmarkt. Da könnte man. Also ich weiß, es geht ins Auktionshaus und von da jetzt dann wieder auf dem Flohmarkt und wird dann auf die Flohmärkten stehen, so kistenweise und dann grabbeln sie da raus und gut. Also ich werde jetzt weiter schneiden und wir sehen uns später nochmal. Ne? Also bis dann.